Willkommen zurück zur nächsten Stunde Basics. Wir setzen unsere Videoreihe fort und erklären heute, was die Aufgaben eines Initiators sind. Wer, wie, wann, was, wo, das klären wir jetzt auf dem Server. Let's go. Generell sollte man sagen, dass die Initiator eigentlich Supporter fürs Team und insbesondere für den Duelisten sind. In den meisten Fällen klebt gerade auf Attacker Side der Initiator, der Enabler, der Einleiter übersetzt, am Duelisten und macht ihm das Spiel ein bisschen einfacher. Aber auch auf Defender Side sind die Initiator relevant. Mit einem Initiator wie zum Beispiel Breach, der sehr proaktiv arbeitet, kann man eben auch Ghost blocken. Beispielsweise Zilang könnte man, sobald der Gegner kommt, mit einer Concussion oder einem Stun einen Moment lang aufhalten. Man kann auch eine Flash nachfeuern und nochmal Zeit spielen. Wenn die Gegner wirklich weiterkommen, hätte man auch noch seinen Aftershock, mit dem man nochmal ein bisschen Zeit schinden kann, um die Rotation der Teammates zu ermöglichen. All das sind Optionen, mit denen man auch auf Defender-Side als Initiator Zeit schinden kann und Ghosts stoppen könnte. Außerdem kann man mit einigen Initiatoren auch Bereiche clearen oder den Gegner dazu zwingen, aus Ecken herauszukommen. Wie zum Beispiel hier mit dem Aftershock oder aber mit anderen Initiatoren, wie zum Beispiel Sova, der vielleicht nicht so proaktiv einzusetzen ist wie ein Breach, kein Stun, keine Flash hat, aber dafür easy Informationen beschaffen kann mit seiner Drohne. Zum Beispiel kann der hier gerade den Kabi-Bereich auschecken und sogar bis nach C-Lang hinten weiterfliegen. Alternativ gibt es dann auch nochmal den Recon Dart, der eben aufdecken kann, auch eben in dem Fall zum Beispiel Richtung C-Lang oder wo auch immer der hinfliegt mit Fixpunkten etc. pp. Das also die zweite Art von Initiatoren. Das heißt, wir haben einmal die Proaktiven mit Stun, Flashes, die eben auch super gut dafür geeignet sind, den Duelist zu enablen. Das guckt man uns gleich auf der Attacker-Side an. Aber auch eben die, die Informationen beschaffen können und auch ein bisschen Schaden machen können und vielleicht auch damit, zum Beispiel mit so einem Shock-Dart, den Go blocken könnten. Oder auch Gegner aus Bereichen zwingen. Ähnlich wie der Breach Aftershock kann man auch hier zum Beispiel mit den Shock Darts sehr gut arbeiten und zwingt jetzt in dem Fall die Jets aus dem Cubby. Wie ihr also seht, sind nicht alle Initiator gleich dieselben Arten von Initiatoren. Es gibt eher die, ich würde sagen, proaktiveren Enabler und dann eben die Informationssammler, aber auch gleichzeitig Initiator. Wir befinden uns jetzt auf der Attacker-Side. Ich bin als Breach unterwegs und da ist es meine Aufgabe, zum einen Bereiche zu clearen und unseren Duelisten, in dem Fall die Jet, zu enablen. Wenn wir jetzt also wieder Richtung A lang gehen und hier einen fiktiven A-Side-Take simulieren, dann könnte man zum Beispiel hier Richtung A lang mit dem Aftershock auschecken und clearen. Man würde also den Gegner zwingen, da rauszugehen oder elendig zu verrecken. Das will man natürlich nicht. Und dann ist meine Aufgabe eben, die Jet ins Spiel zu bringen. Wir simulieren jetzt hier wieder einen ganz Standard A-Lang-Execute. In dem Fall ist meine Hauptaufgabe als proaktiver Initiator, die Jet ins Spiel zu bringen. Werde also versuchen, Backside zu stunnen, dann drauf zu flashen und die Jet nutzt dann diese Combo, auch genannt Flash-and-Dash-Combo, deswegen ist Breach und Jet immer eine super Kombination, damit drauf zu dashen und dann einen easy Side-Tag zu haben, zumindest in dem Bereich der Backside. Parallel dazu kriegen wir noch ein Reveal vom Sova, die Smokes vom Brimstone, wie gehabt, und dann sollte das Ganze im besten Falle funktionieren. Jungs, und bitte. Stun kommt Backside, Reveal Smokes und vamos. Ich flash dich rein, Jetty. Flash kommt da raus. Jet kann die Backside nehmen und der Rest kommuniziert jetzt hier den Take, checkt alles aus und deckt im besten Falle den Planter. Dann Afterplant wie gewohnt. Aber ihr habt schon gesehen, die Hauptaufgabe ist es, als Initiator die Jet in dem Fall unseren Duelisten ins Spiel zu bringen. Der zweite Initiator, in dem Fall der Sova, einer, der eher Informationen beschaffen kann, hat die Backside revealed und kann dann vielleicht im Afterplant noch seine Aftershock-Darts oder vielleicht sogar seine Hunter's Fury, sein Ultimate benutzen, um den Afterplant zu verzögern oder den Diffuse gar zu denyen. Kurzum, meine Aufgabe als Initiator ist es zum einen, die Jet ins Spiel zu bringen mit Flash und Dash. Initiator Nummer 2 holt Informationen. Außerdem geht es darum, die Setups und Aufbauten der Defender zu zerstören, sei es durch Stuns Backside, durch Flashes etc. pp., dass keine Crossfires mehr gebaut werden könnten, Bait-Setups oder ähnliches zerstört werden, der Gegner wird gezwungen zu moven oder wird eben einfach disabled. Und das in Kombination mit dem Druck, den der Duelist macht, ist dann eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination. Sollte man, wie in unserem Fall, ein Single-Duelist-Setup spielen, dann sind meine Aufgaben als Initiator neben dem Disablen der Gegner und dem Bereiche klären und den Gegner aus Ecken locken und Setups zerstören, eben auch der Second Entry. Bitte einmal Backside Reveal, lieber Sova. Backside Reveal geht raus. Ich enable die Jet mit einer Flash gegen Backside, aber versuche so nah wie möglich an ihr zu kleben, um eben den Refrag klar machen zu können. Auch das kann eine Aufgabe vom Initiator sein. Also denkt immer dran, steht nicht zu weit hinten, geht mit dem Team mit. Ihr müsst generell sowieso die Side zusammen taken, also nehmen und Refrag setzen und Informationen weiterleiten können. Kleine Zusatzinformation, die eigentlich klar sein sollte, aber ich möchte sie nochmal erwähnen. Man kann dieses System, also das Standardsystem,
dass eben der Initiator den Duelisten enabled und auch Informationen beschafft, respektive reinflasht oder stunt, genauso für den Retake als auch für den Take nutzen. In dem Falle sind wir auf der Assad, wollen uns einen Retake simulieren. Sova, bitte einmal Reveal Backside. Reveal geht raus, ich mache mein Ultimate und sag jetzt Go Flash kommt. Flash geht raus, Jet dasht und wir machen hier den Zugriff klar und haben so den Retake easy spielen können. Also denkt auch immer dran, dieses System ebenso für den Retake wie für den Take zu nutzen. Nach Möglichkeit und natürlich, wenn die Initiator noch leben sollten. Ihr seht also, als Initiator seid ihr die Enabler, die Ermöglicher, die Eröffner, sozusagen der, wer beim Fußball die Flanke geben würde. Seid aber auch diejenigen, die Informationen beschaffen, Bereiche mit Inabilities klären und die gegnerischen Setups auflösen könnt. Was ihr auch machen solltet, als Initiator, als Duelist oder einfach nur als Zuschauer, ist hier ein Abo dazulassen, Like dazulassen, zu kommentieren, wenn ihr noch weiteren Input haben solltet und die Glocke zu aktivieren. Ich sag danke bis hierhin, bis zum nächsten Stuben Basics. Down and out.